fahre heute zum ersten Mal mit einem Brustgurt. Und mit einem Fully E-Bike. Mal Richtung Warnbachtalsperre. Genau weiß man nicht, aber an der Sieg entlang. Mal sehen, wie das wird. Ob das zu viel wackelt mit dem Video. Auf dem Lenker hatte ich auf jeden Fall keinen Platz. Und auf geht's. Fußgängerzone von Großdorf. So, jetzt bin ich in Siegburg. Wir sind in Karldauen, auf der Karldauener Straße und jetzt nach 10,6 Kilometer, obwohl ein paar Berge dazwischen waren, brauchte ich noch keine Unterstützung einschalten. Das läuft gut, das Rad. Und schalte gut. Und weiter geht's. Waldfriedhof, nee, da will ich nicht hin. Also hier auf der Talwegstraße, die ziemlich beschädigt ist, viele Huckel. Da habe ich sonst immer Probleme gehabt. Aber jetzt mit dem Dämpfer vorne und in der Mitte habe ich keine Probleme. Auch mit dem guten Sattel und den Reifen, die Handstützen. Nee. Egal. Da habe ich keine Probleme mit Nacken, Rücken. Ich brauche auch bis jetzt noch nicht Unterstützung einschalten. Das wird wahrscheinlich sein kurz vor der Talsperre. Da geht ziemlich steil hoch. Mal sehen. Ja, bin sehr zufrieden. Es läuft.
Ich muss dich mal Unterstützungsstufe 2 einschalten. Damit geht's. Zumindest an diesem Berg. Gleich wird's noch steiler. Da links hoch nachher, da wird es zwei wohl nicht reichen. Verdrückt an der Kamera, dann nehmen wir noch das letzte kleine Stück hier auf. Das war also sehr steil, die Stufe 3. Schöne Allee hier. Hier geht es rechts ab zum Talsternweg. Das fängt hier an, ungefähr nach was geht da, 20 Kilometer. Aber das ist noch zu nass, zu matschig. Aber das werde ich irgendwann später mal machen.
Jetzt geht es über die Deutsche Alleenstraße wieder zurück. Und schön bergab. Das halten wir verdient.